So, das ist eine Geschichte. Die nächste ist eine Geschichte, die mir tatsächlich passiert ist. Also das mit dem Beifahrermann kenne ich natürlich auch. Aber das ist eine Geschichte, die mir tatsächlich passiert ist, und zwar bei einem Supermarkt. Weil, bis auf das Ende natürlich, falls hier Juristen oder sowas anwesend sind oder Polizei oder so, nein. Weil abgeschlagene Hände schon mal zwischen Obst liegen können. What's up? Das Leben ist voller Gefahren, vor allem im Supermarkt. Wer hätte das gedacht? Ich fahre singend in meinem Auto die Straße entlang, die zu dem Supermarktparkplatz führt. Heute ist großer Wocheneinkauf. Das ist immer besonders schön, denn es bedeutet, dass die Familie die nächsten 3 Tage auf jeden Fall knackiges, frisches Obst und Gemüse zur Verfügung hat. Und wer will eine gute Mutter und Ehefrau sein? Ich will eine gute Mutter und Ehefrau sein. Ich habe den Kindern beigebracht, Bitte und Danke zu sagen und sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Und seit jeher steht gesunde Ernährung ganz oben in der Wertetabelle. So weit oben es eben geht. Als ich mein Auto in die Einfahrt auf den Parkplatz lenke, ihr müsst es genießen, Moment. Zieht plötzlich eine Gestalt im Schatten des großen Gebäudes meine Aufmerksamkeit auf sich. Der steht da mit dem Gesicht Richtung Hauswand, so als würde er gerade... Bah! Als er abschüttelt, gibt es keinen Zweifel mehr. Ein Freipinkler. Die Männer jetzt so, wieso, Mario? Ich konnte nicht wegsehen, wie bei einem Unfall. Und ich habe ihn sogar kurz gesehen. Notiz an mich, nie mehr hinsehen, wenn irgendwo etwas abgeschüttelt wird. Kopfschüttelnd parke ich mein Auto, hole einen Einkaufswagen und betrete den Supermarkt. Da lacht mir auch schon das frische Obst entgegen. Ich greife nach dem ersten saftigen Apfel, um ihn in eine Tüte zu packen, als ich eine Hand in der Apfelablage bemerke. Eine Hand, die zu diesem Zeitpunkt noch an einem Arm und dieser Arm an einem Mann hängt. An einem Mann, an dem ein Ding hängt, das ich unglücklicherweise gesehen habe, weil er es vor meinen Augen abgeschüttelt und wieder in die Hose gepackt hat. Ich zucke mit der Hand zurück. Aus den Augenwinkeln beobachte ich ihn weiter. Er rückt mit seiner rechten Hand etwas im Schritt zurecht und schüttelt sein Bein. Dann greift er in die Erdbeeren, betrachtet jede einzeln, riecht daran und legt sie wieder in das Schälchen zurück. Danach prüft er in gleicher Weise die Aprikosen. Gerade als er nach den Kiwis fassen will, springe ich todesmutig vor ihn, reiche ihm die Hand. Guten Tag, wir haben uns aber schon lange nicht mehr gesehen. Ziehe die Hand über den scharfen Tütenabreißer und lasse sie mit einem gezielten Schwung auf den Trenner sausen. Jetzt kann er mal üben, freihändig abzuschütteln.